So Leute, es beginnt. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Welcome to my crib. Jo, dann kommt mal rein. Rein. Hier, das kennt man ja schon. Ja. Schüchen ausziehen. Ja, dann immer auch Hut. Der Hut muss da werden. Ja. Ja, Danny, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ach so, wo sind wir jetzt? Ja. Genau, wir sind jetzt in meiner Wohnung, so ein bisschen. Und ich führe euch ein bisschen rum. Also, komm mal mit. So, hier ist eine Schiebetür. Geil. Die ist eigentlich gar nicht geil. Die nervt ein bisschen, aber ist okay. So, kommen Sie rein. Hier sehen Sie Küche. Küche. Ja. Der Senpai hat ja letztes Mal gezeigt in seiner Roomtour, von wegen, er hat ja so einen Gasherd und der ist ja total cool und alles. Aber... Oha. Oha. Mein Gasherd... Der spricht mit mir. Boah. Ja, Gasherd spricht mit dir und bei Senpai spricht quasi Lampe mit Senpai. Also ich soll vielleicht ausmachen, damit hier nicht die Bude abbrennt. Okay. Und jetzt Kühlschrank, da muss ich euch was zeigen. Ja, jetzt stehe ich hier, ne, und mache nichts, also so Idle Position. Und dann überlegt man ja oft, was trinkt man jetzt, was nimmt man. Und da wird ja viel Energie verbraucht. Das ist ja eigentlich ganz schlecht und das darf ja eigentlich überhaupt nicht sein. Und da sagt der Kühlschrank auch irgendwann einfach, Junge, du verbrauchst gerade so viel Energie. Junge. Ist das dein Ernst? Ist das... Jetzt muss man zumachen. Sonst piept er die ganze Zeit. Genau, jetzt sind wir hier bei mir quasi. Also das ist quasi das Wohnzimmer. Hier wohnt quasi mein Mitbewohner. Also ich wohne leider nicht alleine. Und das hier ist mein Zimmer. Und dann gehen wir jetzt rein. So, Danny, das ist, sehe ich das richtig, das ist hier so im Schrank drin, ne? Ach so. Ach ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist natürlich, da ich keinen Schreibtisch habe, ist das eigentlich ein Wandschrank, wo normalerweise die Fotos und so reinkommen. Aber wie gesagt, ich hatte keinen Tisch und dachte mir, verdammt, ich kann doch nicht den ganzen Tag irgendwie im Bett liegen oder so meine Arbeit machen, sondern dann habe ich das hier entdeckt, habe gemerkt, das ist genau die richtige Höhe und dann kann ich mich dann einfach hier auf den Stuhl setzen und meine Arbeit machen. Ja, geil. Geil, oder? Genau, hier entstehen dann quasi die Geschichten, zumindest der letzte Schliff entsteht immer hier, da habe ich ja mein Autorenprogramm und alles drauf. Und hier ist ja auch meine allseits beliebte, wie sagt man das, mein Whiteboard, wo dann quasi unsere Ziele draufstehen. Muss ich mal ein bisschen aktualisieren und ich habe noch viel zu tun. Man sieht so. Und was man hier auch sieht ist, ich bin ein großer Fan von so Artbooks und sowas. Also ich gucke mir gerne gute Kunst an. Und war das eine nackte Frau? Nackt? Halbnackt. Okay. Und hier seht ihr halt meine Softbox. Oder auch nicht. Und die kann ich halt auch immer schön mit rumtragen. Okay, deswegen gehen wir jetzt einfach mal kurz auf den Balkon. Dazu müssen wir jetzt aber leider übers Bett gehen, weil das Bett so ganz seltsam platziert wurde. Beim Film, also wenn ich auf die Schnauze falle. Ja, dann ist das gutes Footage, ja. Senpai, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Senpai. Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay, du kannst hier die Hausschuhe nehmen. Geil. Hi. Ah ne, das hatten wir schon, okay. Ja, hier ist der Balkon. Und wenn Senpai die Güter hätte oder hat oder wie auch immer, dann kann er euch den Skytree zeigen, der da ganz hinten ist. Oh Gott, jetzt muss ich den suchen. Ach da. Jetzt hast du ihn gefunden, sehr gut. Mit der Stirnhand. Ja, mit bei gutem Wetter sieht man auch den Tokyo Tower. Und da ist halt Tokio. Ne? Da ist Tokio, willkommen in Tokio. So, jetzt habt ihr hier den Balkon gesehen. Aber was ihr bei Senpai beim letzten Roomtour nicht gesehen habt, ist, was man in Japan eigentlich für die Wäsche benutzt. Und das ist nämlich keine Wäscheleine, sondern eine Wäschestange. Ja, ich zeig mal ganz kurz. Hier ist so ein Klammerding, da kann man seine Unterhöschen, wenn man die sammelt, kann man die dann quasi hier einfach ranhängen nach der Wäsche. Und das ist so ein Ansichtsexemplar, damit ihr mal seht. Ja, das ist übrigens hier Uniqlo Heattech für den Winter, ganz okay. Und das hängt man einfach quasi hier so hin, zack. Und dann lässt man das einfach den ganzen Tag hier draußen. Und ich mache leider immer den Fehler, dass ich das immer raushänge, wenn es regnet. Beziehungsweise wenn ich die Wäsche raushänge, regnet es. Also ich mache das Wetter. So. Und von hier, von dem Balkon aus, kann man sogar den Mount Fuji sehen. Ja, könnte man sehen, wenn dieses Hochhaus nicht da wäre. Ja, hier ist so mein Inspirationshaufen. Ja, das sind so die ganzen Manga und so weiter. Und da gucke ich schon mal so ein bisschen rein, während ich hier
auf meinem Sessel sitze, den ihr gleich seht. Ja, da sitze ich dann immer drin und denke mir neue Geschichten für euch aus. Und dann lese ich hier in meiner Hochliteratur und halt denke mir... Frauen. Warte. Ja, nee. Das ist safe for work. Fast. Egal. Ja, Danny, was machst du denn, wenn es kalt ist? Wenn es kalt ist, im Winter, jetzt zum Beispiel, mach ich meine Heizung an. Boah. Kann ich hier... Dann sieht man halt, hier ist Frostschutz. Und dann kann man das einfach anmachen. Und dann wird es einfach scheiße warm im Zimmer. Und das ist super geil. On fire. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir mal ins Bad. Ja, folgt mir mal. Ist halt ein Bad. So. Ich bin voll im Spiegel, scheiße. Ah, jemand sieht Senpai Extra Footage, ja. Ansonsten gibt es hier vielleicht nichts Besonderes, außer... Naja, halt das Bad. Das hat Senpai euch eigentlich auch schon gezeigt. Ich war vorhin duschen, deswegen ist es ein bisschen dreckig. Nicht dreckig. nass. Man nennt es nass, ja. Und ich finde halt immer ganz gut, in Japan kann man beim Duschen sitzen, ja. Man kann sich einfach auf den Hocker setzen und einfach genießen. Also, mach schon mal zu. Jetzt gibt's hier Highlight-Toilette. Eigentlich ungefähr das gleiche, was Senpai auch hat. Und, aber man hat eine Besonderheit. Ja, bist du bereit, Senpai? Wenn man sich nämlich draufsetzt, dann... dann beginnt die Otohime, ja? Wisst ihr, was die Otohime ist? Das ist die Soundprinzessin, ja, die euer Geschäft überwacht. Oh, okay. Jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen was von der Umgebung, Leute. Und auch unser Müllraum. Ja, mal gucken, wie das wird. Also folgt mir mal. So. Ja, hier sieht man die ganzen Fahrräder und so weiter. Ich habe keins, brauche ich auch nicht. Genau, und dann sieht man halt noch die ganzen Motorräder und was weiß ich nicht. Und da ist der Müllraum. Der gute, schöne Müllraum. Der mit einem Code gesichert ist, den ich euch nicht zeigen darf. Zack. So sieht das aus in Japan, wenn man seinen Müll quasi sammelt zu Hause. Es ist alles, naja, sortiert. Sozusagen gibt es Plastikmüll, hier gibt es die ganzen PET-Flaschen, da hinten gibt es Papier. Und hier sieht man dann auch Dosen und so weiter. Das muss man alles trennen. Da muss man auch aufpassen, man muss zwischen Aluminiumdosen und Stahldosen unterscheiden. Und das passiert alles hier. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, geiler Müllraum, toll. Also gehen wir mal raus. Ja, wo wohne ich denn eigentlich, ja? Die Gegend hier nennt sich Hikarigaoka und das ist halt eher so eine, wie sagt man, Familiengegend. Und ja, deswegen ist hier am Wochenende eigentlich auch mal sehr viel los, weil alle frei haben und so weiter. Und hier gibt es auch einen Park und da gehen wir mal hin. So, lieber Danny, dann erzähl uns doch mal, wie hast du die Wohnung gefunden? Das war damals, als ich das Praktikum bei der japanisch-deutschen Gesellschaft hatte. Da hat mich quasi meine Chefin gefragt, ob ich dazu fähig bin, Englisch zu unterrichten. Und ich, in dem Moment dachte ich mir, eigentlich nicht. Ich habe einfach mal ja gesagt, weil ich damals war ich in so einer positiven Phase, habe einfach gedacht, ja, ich mache jetzt einfach mal alles, ich nehme einfach mal alles an, was kommt. Und dann hat sie so gesagt, ja, wenn du hier so einem älteren Herrn quasi Englisch unterrichtest oder mit dem Englisch sprichst, dann kannst du da kostenlos wohnen. Und seitdem wohne ich da. So. Das heißt im Endeffekt, wir machen fast jeden Tag quasi Eikaiwa. Das ist quasi so Konversation in Englisch, so dass er dann ein bisschen Englisch quasi sprechen kann jeden Tag. So, das heißt, du musst dann gar kein Schlüsselgeld Kaution und so musstest du nichts bezahlen. Genau, da muss ich nichts bezahlen. Das ist ja normalerweise mal das Teuerste. Aber ich glaube, die Wohnung ist jetzt ungefähr 50, 60 Quadratmeter, denke ich. Ich glaube, die kostet ungefähr 200.000 Yen. Also fast 2.000 Euro pro Monat. Also ich könnte da normalerweise nicht wohnen, nein, sag mal so. Aber ja, in Japan ist ja normalerweise üblich, dass du, ja, wenn du umziehen willst zum ersten Mal, dass du halt sehr viel bezahlst. Wie du gerade erwähnt hast, das Schlüsselgeld, das ist ja quasi, ich weiß nicht, wie viel ist denn das? Das ist auch wieder so eine Monatsmiete sozusagen, die du dem Vermieter einfach schenkst. Also du kriegst es auch nicht zurück, das ist einfach nur so ein Dankeschön quasi für den Vermieter.
Da gibt es natürlich dann auch Maklerkaution und so ein Kram und natürlich auch normale Kaution. Dann meistens so 1, 2, 3 Monatsmieten. Ja, ich habe mal nachgeguckt, wie viel mich das kosten würde, wenn ich das umziehen würde. In eine halbwegs gescheite Wohnung in Tokio. Und ich glaube, alles mit diesen ganzen verschiedenen Geldern kombiniert, wäre das im Schnitt 400.000 Yen bis 500.000 Yen. Also ich glaube, so um die 4.000 Euro müsste man auf jeden Fall beim allerersten Mal, wenn man umziehen will, abdrücken in Japan. Und das ist schon verdammt teuer. So, Dankeschön, Leute, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat meine Wohnung gefallen. Ja, wenn ihr mal Kommentare dazu habt, dann einfach mal unten reinschreiben. Ansonsten abonnieren, liken, kommentieren. Ja, dann kommt auch wieder das nächste Abo-Special. Also, wir sehen uns. Trink mal erotisch. Ja, na gut.